Jo Leute, herzlich willkommen hier zu Angezeigt von Janosch Vlog. Ja, es gibt hier leider nur zwei Teile, denn die Anzeige wurde fallen gelassen. Ja, zu diesem schwarzen Modding konnte ich ja voll viele Videos machen, hier leider nur zwei. Und zwar wurde die Anzeige, wie ihr euch sicherlich denken könnt, einfach fallen gelassen, sowohl meine als auch seine. Und ich muss sagen, der Staatsanwalt hat damit natürlich auch absolut das Richtige gemacht, weil ich sage mal, ja, was soll man da sagen? So, wir haben uns gegenseitig beleidigt, bisschen fertig gemacht, okay, kann man sagen, da haben wir beide irgendwo natürlich was gemacht, was rechtlich vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Und kein Staatsanwalt würde so eine Kinderkacke wirklich weiter verfolgen. Und deswegen habe ich auch damit gerechnet gehabt, dass das Ganze dann auch fallen gelassen wird. Und ich denke auch einfach mal, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, die Sache mit Janosch ist für mich jetzt wirklich komplett beendet. Ich finde es natürlich immer noch trotzdem lächerlich, dass er dafür zur Polizei gelaufen ist. Weil ich sage mal, im Endeffekt hat es ihm jetzt nichts gebracht. Das hat ihm Zeit gekostet. Er meinte auch noch in meinem Video, was ich hochgeladen habe, ja, ich fahre nochmal zur Polizei, du hast mich ja beleidigt und sowas. So, übrigens habe ich gesagt, falls es stimmt, dass du dir Kinderpornos anguckst, bist du ein Hurensohn oder was auch immer ich da gesagt habe. Also hast du damit dann quasi zugegeben, dass du das machst, weil ansonsten wäre es keine Beleidigung, weil das Ding, was erstmal zutreffen muss, damit ich dich beleidige, also dass du pädophil bist, das wäre dann gar nicht passiert gewesen. Aber anscheinend bist du es doch, okay, so kann man sich natürlich auch outen, das ist schon in Ordnung. Nee, aber mal ernsthaft, also ich finde die Sache mit Janosch ist für mich jetzt wirklich komplett beendet. Ich finde es sowieso total lächerlich, wenn das halt solche Ausmaße annimmt, dass man dafür extra zur Polizei läuft und ja, der Staatsanwaltschaft hat es auf jeden Fall richtig gemacht. Wie gesagt, es wurde fallen gelassen. Von mir wird jetzt auch zu der Janosch-Sache generell einfach gar nichts mehr kommen, weil ich finde, irgendwann ist es halt einfach Kindergarten. Viele werden sagen, ja, Beef generell ist Kindergarten, okay, aber es unterhält. Na, aber es unterhält auch nur bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist dieser Grad einfach überschritten und das war kurz nach dem Video schon der Fall, das muss man einfach mal so sagen. Wie gesagt, für mich ist die Sache beendet, für die Polizei genauso. Also hat Janosch jetzt schön viel Zeit bei der Polizei umsonst gewastet. Ich musste ja nur einmal hin eine Aussage machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Vlogs zur nächsten Anzeige, meine Freunde, Kettlings, bye. Ich glaube, das mache ich jetzt immer. Immer wenn ich irgendwie angezeigt werde, mache ich dazu so Vlogs. Die kommen immer ganz gut an. Aber wir hoffen einfach mal, dass das nicht mehr der Fall ist, ne? Aber das wird wahrscheinlich eh wieder passieren.